ein perfektes spieltes Tor und das besser kann man nicht Fußball spielen. Of course, I'm very happy with my start. Erfreuliche Nachrichten für unsere Eintracht. Die Mannschaft von Dino Topmöller gewann 2:0 gegen den Drittligisten Viktoria Köln und ist damit im DFB-Pokal Achtelfinale. Es ist ein wichtiger Schritt, den wir getan haben, und mit Blick auf die anderen Partien wird natürlich auch klar, dass es nicht ganz so einfach ist, im DFB-Pokal in der zweiten Runde zu überstehen. Damit erstmal ein herzliches Gute zu Im Herzen von Europa, präsentiert von unserem Hauptsponsor Indeed, vor dem Aufeinandertreffen zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin. Die Leistung unserer Mannschaft, die steigt kontinuierlich, und die Leistung eines Akteurs, die steigt auch. Wir hatten Hugo Larsson im Interview und haben mit ihm darüber gesprochen, wie er seine Leistung zurzeit einschätzt. Hugo, thanks for being here. Many people are a little bit surprised how quick you adapted the game and doing great stuff on the court. How is it for you? Are you also surprised? Yeah, a little bit, I would say. I didn't really know what to expect when I come to a club like this, but of course I'm very happy with my start. I think it's been a good 4 months to begin with. Everyone in the club, in the team, have been good to me since the beginning, so I think that helped me a lot to come into the team and also to perform on the pitch, which I am happy that I have done so far. How do you handle the English weeks, so playing on Wednesday or Thursday and playing on the weekend again? Of course, you have to take care of your body more and think about this regeneration stuff more than usual, but I did it last year with my old club as well, so I'm used to it. So you're playing most of the time at the sixth position beside El Eskiri. How is it to play with him? It's good. We have a good relationship on the pitch, of course, but maybe an even better one outside the pitch. So that helps us a lot. I think both of us like to run and cover a lot of space. So yeah, it's nice. It's nice to play with him, and I like it so far. So next game is against Union Berlin, a team who has got a losing streak right now, but Champions League team. How is it to play against such a team? You know they have got quality, but yeah, now bad confidence. Yeah, I think, as you said, it's a team with good quality. Obviously, the season so far for them maybe is not what they wished for, but it's a team who can play good football, and we have to look out for the things that they can do good. But I think if we keep on going in the direction that we have been in the couple of games before, we will get a win up in Berlin. 19 Jahre jung ist unser schwedischer Sommerneuzugang und Shootingstar in der Bundesliga. Unter anderem über seine Entwicklung sprechen wir jetzt mit Erwin Skeler, unserem Experten. Hallo Erwin. Hallo Alina. Zu seiner Entwicklung direkt, Erwin, wie schätzt du unseren jungen Schweden denn ein? Ja, erstmal, der Junge macht Riesenspaß zuzugucken. Ist nicht nur in der Defensive, sondern auch was Offensive betrifft, was alles. Wir wollen auch im Ballbesitz bleiben. Ja. Wir wollen auch immer wieder guten Fußball, gepflegten Fußball. Und das ist sehr, sehr wichtig in der Position, wo der Larsson spielt, vor der Abwehr, dass er immer wieder präsent ist, dass er immer Bälle haben will. Und natürlich auch mit seiner Laufbereitschaft, mit seiner, ja, Es sieht so aus, nicht, dass er 19 ist, sondern dass er erstmal ein paar Spiele in der Bundesliga hier gehabt hat und einfach so kommt und präsentiert sich Topform. Ja, und der Trainer hilft ihm auch sehr viel. Der hat auch in seinen Interviews immer oft gesagt, seine Mitspieler helfen ihm, Skiri, sein Nebenmann, dass er auch Erfahrung hat, und der Trainer auch mit seiner, ja, in der Bundesliga, wie wir Fußball spielen wollen, und der Junge hat sich Spiel zu Spiel gesteigert. Mhm. Wir haben jetzt über die Entwicklung von Hugo Larsson gesprochen. Lass uns aber mal über die Entwicklung der gesamten Mannschaft sprechen. Wir haben jetzt gegen Dortmund zuletzt 3 Tore geschossen. Am Anfang hieß es ja immer so ein bisschen, ja, die Offensive schießt zu wenig Tore. Jetzt kommen die Tore so langsam. Wie schätzt du denn die Entwicklung der gesamten Mannschaft ein bis hierhin? Ja, für mich ist es nicht nur die Offensive, sondern die gesamte Mannschaft. Das ist genauso wie in der Defensive, aber wir sprechen jetzt für die Offensive. Wir gucken, und wenn man auch beobachtet, wir fangen von hinten Fußball zu spielen. Schon vor allem beim Kevin Trapp. Wir wollen immer wieder Fußball spielen, wenn man auch die Tore auch, natürlich gibt es auch Phasen, wo wir uns auch das 1-1 in Offenheim gemacht haben mit einem langen Ball, weil wir sehen, hinter die Kette sind viele Räume, da sind wir variabel in unserem Spiel, aber wir wollen immer wieder über unsere Sechsern, ob der Skiri oder Larsson, was wir auch vorhin gesagt haben, und dann über unsere
unsere schnellen Leuten da vorne. Und natürlich, Mamouche macht das vorne sehr, sehr gut. Jetzt in den letzten Spielen auch. Ich glaube, seine erste Doppelpack und dann zwei Spiele hintereinander getroffen. Knauf kommt auch sehr, sehr gut zu Günste jetzt auch in seiner neuen Position. Aber die Mannschaft ist eingespielt, weil auch jetzt ein paar Spiele auch hintereinander. Wir spielen dann intern mit den gleichen Leuten. Wir spielen da Doppel-Sechs mit gleichen Leuten, die kennen sich auch besser, das passt auch viel, viel besser zusammen. Und natürlich auch unsere Prinzipien, was unser Trainer will, mit Steil-Klatsch-Spiel, mit Überspielen in der Kette, das passt schon sehr, sehr gut. Und die Tore waren auch gegen Dortmund richtig, richtig gut rausgespielt. Also die Automatismen sozusagen, die laufen für die Mannschaft natürlich immer besser. Du hast Dortmund schon angesprochen. Wir blicken einmal kurz auf eine Szene, die zum Tor geführt hat. Erwin, du kannst gerne kommentieren. Ja, wir lassen es mal so laufen. Erstmal, was wir auch vorhin gesagt haben, auch natürlich auch über den jungen Mann, aber es fängt schon von hinten raus, dass wir uns wollen immer Fußball spielen. Wir zeigen immer, jeder will den Ball haben und dass wir bleiben ruhig, auch wenn der Dortmunder jetzt, wenn kurz mal stoppt. So, die Dortmunder, man sieht, wir haben jetzt hier eine komplette Reihe von Dortmund, der hier ballnahe Druck macht. Ja, die wollen Angriffspressing und trotzdem, wir bleiben ganz ruhig, wir überspielen. Der Larsson, wenn man ganz kurz, man sieht, wie er von der Position, kurz stoppen, ja, wenn man sieht, wo er war hier und er macht so einen Bogen, dass der einfach zum Knauf kommt, dass der auch zum Klatschball. Das, was wir vorhin gesagt haben, diese Prinzipien, dass man immer hinterm Ball einer ist, der immer zum Klatschball, natürlich der Skiri auch als Sechser wieder absetzt dir, da der Knauf hatte zwei Optionen, hier den Klatschball, auch zum Skiri und dann kommen wir diagonal raus. Larsson mit dem Tempo nimmt den Ball super mit nach vorne und dann ist es ganz klar, dass das auf der anderen Seite, ballferne Seite, diagonal raus, ein super Lauf von Buta hier, dass der wieder hier auf seine ballferne Seite Platz hat und jetzt kommen wir, das ist eine entscheidende Situation, kurz wieder Stopp, so, haben wir einen Spieler, zwei Spieler, drei Spieler, vier Spieler im Volltempo, dass wir uns da 4-3 und da sind wir sehr gut in der Box besetzt. Dann passiert auch das, ein abgeprallter Ball, nochmal ein Schuss. Dann sind dadurch, dass wir mit 1, 2, 3 Larsson geht, auch sofort hinterher. Man sieht 70 Meter Sprint, dann geht er auch sofort hin und natürlich landet der Ball dabei Mamouche. Und das ist ein perfektes Spiel des Tor und das besser kann man nicht Fußball spielen. Absolut. Also für uns läuft's, die Automatismen laufen so langsam. Wenn wir jetzt aber auf unseren Gegner blicken, Union Berlin am Wochenende, bei denen läuft zurzeit nicht so gut. Die haben eine ziemliche Negativserie hinter sich und die Kritik rund um den Trainer Urs Fischer, die wird immer größer. Was er auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart gesagt hat, das haben wir hier für euch rausgesucht. Ja, aber ich glaube, da hat sich der Verein ja auch deutlich geäußert. Hier geht es ja nicht in erster Linie um meine Person, sondern es geht um uns, es geht um den Erfolg des Clubs und ich glaube, da hat sich Union deutlich dazu geäußert, dass wir versuchen, gemeinsam uns aus dieser Situation zu befreien. Aber dass sich der Verein das Ganze auch immer wieder anschaut und entsprechend auch analysiert. Von daher kann ich wirklich sagen, dass ich in Ruhe arbeiten kann. Urs Fischer kriegt zwar den Rückhalt seines Vereins, aber mit Blick auf die Grafik wird trotzdem klar, dass die Unioner-Krise sich verschärft. 11 Pflichtspiele haben sie in Folge verloren. In dieser Saison bislang nur 11 Tore geschossen und 19 Gegentore kassiert. In der Vorsaison waren es 16 Tore und gerade mal 6 Gegentore. Aktuell sind sie mit 6 Punkten auf Platz 15 und im DFB-Pokal auch bereits das frühe Aus in der zweiten Runde gegen den VfB Stuttgart. Er steht extrem unter Druck. Wie schätzt du seine Situation denn ein? Ja, zuerst, so ist es Fußball. Der gefeierte Trainer, der seit Jahren Union super Arbeit macht. Natürlich jetzt hier mit dem ganzen Serie, jetzt hier seit 11 Spielen oder Pflichtspielen nicht gewonnen. Man sieht da ganz deutlich an der Grafik oder nach den Statistiken jetzt hier, die Union hat immer wieder diese Kompaktheit von der ganzen Mannschaft, diese Abwehr hat es stark gemacht. Dann haben die immer wieder dann am Ende der Spiele immer so gewonnen. Dann, wenn es immer zu Null stand, lange zu Null stand, die sahen immer kompakt. Das war sehr, sehr schwer gegen Union Berlin zu spielen. Und jetzt vielleicht auch die neuen Verpflichtungen, die neuen Stars, was da alles in der Mannschaft ist. Vielleicht da fehlen die paar Prozente, die sind immer noch nicht so angekommen in der Bundesliga, dass die Union braucht, dass sie immer wieder die Zweikämpfe anzunehmen, dass sie immer einer von den anderen da ist.
Und natürlich auch, das ist auch im Fußball so manchmal, das ist ja Glück, was die auch nicht hatten, ja, muss man auch deutlich sagen. Die jetzt spielen, war die in Champions League besonders, gegen Real Madrid in letzter Minute, dann gegen Braga, dann haben die schon 2-0 geführt, haben die 3-2 verloren in der letzten Sekunde. Und das spielt auch im Kopf dann auch viele, viele Sachen. Und Union war immer so, dass die immer kompakt stehen, dass die immer gut umschalten. Und diese Saison entscheidet so, dass es auch eine Kopffrage ist, aber das ist keine Mannschaft, die da unten in diesem Potenzial, was die haben, dass die mit 6 Punkten, das ist schon eine Mannschaft, die ja, von der Tabelle her ganz, ja, das ist, spricht nicht das, was die qualitativ haben. Das ist auch viel Pech im Spiel und deswegen müssen wir Samstag sehr, sehr viel aufpassen, weil die Unioner kommen. Und die wollen auch diese Serie irgendwann beenden. Jetzt ist es bislang irgendwie immer so ein bisschen so gewesen, dass die Eintracht ein Aufbaugegner war. Was stimmt dich denn jetzt aber positiv, dass das am Wochenende nicht sein wird? Ja, zuerst auch die letzten Spiele. Nicht nur die Bundesliga, auch in der Conference League. Wir haben super gespielt. Wir haben auch wir muss man erstmal 6 Tore schießen. Aber besonders die letzte Spiel gegen Dortmund. Es war Fußball von beiden Mannschaften, aber wir haben super Fußball gespielt. Wir haben in der ersten Halbzeit richtig, richtig gut gespielt. Wir hätten auch mal höher gewinnen müssen oder führen können. Und auch in der zweiten Halbzeit haben wir sehr, sehr gut nach vorne gespielt. Wir haben super Ballstaffetten, das, was ja unser Trainer auch will, Ballbesitz. Und das bin ich mir auch zuversichtlich, dass wir bei Union endlich mal auch diese Serie, weil wir haben auch die letzten 2 Spiele bei Union verloren, 2-0, ja, wenn man erinnern kann. Und dann wollen wir bei Union unbedingt die 3 Punkte holen. Also hoffentlich wird es klappen. Erwin, vielen Dank für deine Expertise. Dankeschön. Welche News wir sonst noch aus der Eintracht-Welt für euch haben, das erfahrt ihr jetzt in den News. Eintracht-Legende Karl-Heinz Körbel ist Walter Bensemann-Preisträger 2023. Der von der Deutschen Akademie für Fußballkultur vergebene Preis zeichnet Persönlichkeiten der Zeitgeschichte aus, die Herausragendes für den Fußball geleistet haben und für Werte wie gesellschaftliche Verantwortung, Fairplay und interkulturelle Verständigung im Umfeld des Fußballs stehen. Bundesliga-Rekordspieler Charlie Körbel verkörpere Bodenständigkeit, Nähe und Ehrlichkeit, so die Begründung der Jury. Seit Mittwoch steht er stolz auf dem Römerberg, der neue Weihnachtsbaum der Stadt Frankfurt. Besonderheit diesmal, die Mitglieder von Eintracht Frankfurt durften über den Namen der Tanne abstimmen. Über 700 Namensvorschläge wurden eingereicht. Charlie wurde hier mit 25% nur Zweiter, aber er wird es verschmerzen. Denn gewonnen hat mit 46% der Stimmen Sonny, benannt nach Helmut Sonny Sonneberg, der im Februar leider im Alter von 91 Jahren verstarb. Der Baum Sonny erinnert auf diese Weise an Werte wie Antirassismus und Antisemitismus, gerade in diesen Tagen besonders wichtig. Dritter Sieg im dritten Spiel der Jugend-Basketball-Bundesliga. Die Talente bis 16 Jahre haben damit einen außergewöhnlichen Start hingelegt. Am Wochenende wurde Crailsheim beim 98:49 mit fast 50 Punkten Differenz dominiert. Lohn ist Platz 2 für die Adlerträger in ihrer JBBL-Gruppe. Das waren die News aus der Eintracht-Welt. Zuletzt noch eine Neuigkeit. Unser Hauptsponsor Indeed und Eintracht Frankfurt arbeiten ja bereits seit 2017 eng miteinander zusammen. In der Zeit sind sehr viele schöne und kreative Projekte entstanden. Und wir haben jetzt hier die neue Kampagne Indeed statt Ausreden für euch. Jungs, der Trainer hat gesagt, ihr solltet Tore tragen. Sorry, Aufwärm-Yoga. Position ruhender Ball. Fliegender Adler. Schluss mit Ausreden. Auch bei der Jobsuche. Jetzt mit Indeed den richtigen Job finden. Indeed, stolzer Hauptsponsor von Eintracht Frankfurt. Ingrid also nicht mehr mit dabei. Dafür aber Laura Freigang, Stürmerin und unsere Nummer 10 der Eintracht Frankfurt Frauen. Indeed ziert ja seit diesem Jahr die Brust der Trikots unserer U21, unserer Männer- und Frauenmannschaft, aber auch unserer E-Sportler. Das war's wieder mit Im Herzen von Europa, präsentiert von unserem Hauptsponsor Indeed. Wir drücken den Eintrachtlern für die anstehenden Aufgaben am Wochenende natürlich ganz fest die Daumen. Forza SGE.